Was ist unsere Meinung zu Erdogan? Allah mustan, Allah mustan. Möge Allah die Geschwister recht leiten, Allah. Messakin, die tun mir leid, weil sie haben keine Wissenden, die ihnen Wissen beibringen. Sie haben den Hodja in der Moschee, der spricht entweder Türkisch oder Albanisch oder Kurdisch oder was spricht er noch? Pakistanisch, Urdu. Nicht Pakistan, Urdu. Oder der spricht Farsi oder der spricht Pashtun. Oder, und die verstehen gar nichts. Und dann wird ihnen gesagt, pass auf Pierre Vogel, der ist gefährlich. Pass auf Abu Bara, der ist gefährlich. Wie ein Bruder letztens sagt, der Pierre Vogel ist gefährlich. Ich habe gesagt, woher hast du das? Ja, mein Imam hat das gesagt, aus der Miligörisch-Moschee. Da habe ich ihnen gesagt, was hat dein Imam überhaupt getan? Hat er Leute zum Islam gebracht? Leute zum Beten gebracht? Leute konvertieren lassen? Was hat er gemacht? Pierre Vogel hat so viele, jeder hat Fehler, keiner ist perfekt. Aber schau mal, was er gemacht hat, Pierre Vogel. Sagen wir mal, der ist ein Wahhabit, ein Salafist, ein der Schlimmste. Der hat Leute zum Islam gebracht, immer noch. Er bringt Leute zum Gebet. Schwestern fangen an zu weinen und bedecken sich wegen ihm. Was hat und dein Imam aus der Miligörisch Moschee oder die Zürich oder egal welche Moschee, was hat er gemacht? Fitna hat er gemacht, danke. Was hat er gemacht? Gar nichts. Fitna hat er gemacht. Und dann sitzt er da mit dickem Bauch und Chai und Baklava und sagt, Pierre Vogel ist schlecht, pass auf vor Pierre Vogel. Und dann sagt, okay, sagst du, Pierre Vogel ist schlecht, kann ich bei dir lernen? Ich nichts sprechen Deutsch. Nichts sprechen. Da kommt einer, der muss übersetzen und der eine muss auch übersetzen. Ja, nee. Subhanallah. Wir wollen uns recht leiden. Ja, da kiran al-Ashab. Komm mutaddiban.